Moin zusammen, wir sind hier in der vollen Truppe unterwegs mit dem Challenge Mode. Es wird ein Desaster. Zuki sagt, keiner wird sterben. Ich sage, wir werden alle sterben. Und Immer warten, Mensch, immer warten. Ja, immer diese Kartoffel-PCs, die angekurbelt werden müssen. Ne? Ja. Es ging eigentlich, meiner hat jetzt doch nicht so lange gebraucht. So, und dann okay, interessant, wir haben 0 Felicity und die anderen 100, perfekt. So, komm mal. Alle sind da. Gib mir ein Zeichen. Gibt es einen Geistergegenstand? Ich glaube nicht. Wir haben keine Karten, wir haben keine Puppe. Wir haben keine Hand, oder haben wir eine? Keine Hand. Ich glaube, die können wir eh nicht wirklich benutzen, weil wir ja auch keine Sanity haben, ne? Okay, normale Geschwindigkeit, kein Phantom. Wie er das Versteck abscannt. Ja klar, null Sanity. Okay, es ist kein Phantom. Nach einem Oni sah es auch nicht aus und ich habe auch keinen Shapeshift gesehen. Ich habe nicht mal gesehen, von wo er kam. Hier hat er gerade eine Platte angemacht, rotes Zelt. Wir haben die Hand, wir können vielleicht irgendwas ausprobieren damit nochmal. Die können wir uns aufheben für den Schluss, da kann sich einer das Wissen wünschen, aber es ist auch riskant. Ja. Ich würde es gerne nicht machen, wenn ich ehrlich bin. Keine Lust, blind und taub zu werden. Also ich würde das für den Schluss auf jeden Fall machen, falls wir jetzt gar nichts finden. Also erst im roten Zelt, ich habe auch schon einen Kruzi reingelegt, um abzusichern. Kamera habe ich reingestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir alle Beweise haben. Oh, er hat gerade das Kruzi gefressen. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Das eine Kutzi ist durch. Hat jemand noch ein zweites? Kurze Sache. Nein. Wenn er handeln sollte, ich bleib hier oben drin und ich kann ein Foto machen, wenn ihr wollt oder so. Weil der kriegt mich hier nicht. Achso, du gehst da auf das Zelt drauf, ne? Ja, kannst du ruhig machen mit dem Zelt. Kannst ja versuchen. Und oh, der huntet. Kiki, geh, versteck dich schnell. Der huntet. Er kommt. Geh zu den Kessern. Achso, du bist draußen. Das sah so aus, als ob du noch drin wärst. Stefan, was hast du? Ich habe die Tür vor der Nase zugeschlagen. Er steht jetzt also, da hinten auf dem Zelt. Er kam eben an den Kessern ganz dicht vorbei. Das war richtig fiese, ne? Aber mich gesehen hat er nicht. Ja, mich hatte in der Nacht einer nämlich gekillt. Das war das Problem. Ja, keine Ahnung. Wo ist denn das Kruzifix, das zweite? Zweite. Hab ich. Dabei. Komm schnell ins Zelt legen, das Kruzi. Hopp, hopp, hopp. Ich hab das vorhin schon gelegt, am Boden. Er hat nicht ins Buch geschrieben. Willst du mal während des Hans die Spiritbox von da oben versuchen, wenn der Geist in der Nähe ist? Vielleicht antwortet er dir ja. Kann ich machen, ja. Wenn du mir die gibst. Ich bring die mal mit, die zweite Spiritbox. Mach das. Ihr könnt doch Dodge vor mich legen, weil er vielleicht läuft der Dodge durch, wenn er vor mir steht. Hier ist die Spiritbox. Kommst du da dran, wenn ich die hier hinwerfe? Nee, warte. Oder muss ich sie hochwerfen? Handy. Kurzi ist wieder angebrannt. Kein Buch. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Are you a child? Kurzi sind durch, wird langsam ein bisschen brenzlig. Alles gut, wenn er handelt, er geht durch,
Also es ist auf jeden Fall kein Wraith, weil wir haben Salzabdrücke. Okay. Und er huntet. Die Dots sind da, ne? Mal gucken, ob er durch die Dots läuft. Phantom, hast du gesagt, haben wir auch nicht, ne? Ne, der hat normal auf jeden Fall geflackert. Oni kann ich nicht genau sagen. Oh ja, ich sehe ihn von hier. Also der ist auf jeden Fall kein Phantom, weil der ist sehr lange sichtbar gewesen immer. Ja, wir haben noch nicht einen Beweis, ne? Ne, wir haben keinen einzigen Beweis. Ich habe jetzt keinen EMF-5 gesehen. Fingies weiß ich jetzt nicht. Können wir da nachher bei dem Zelt gucken, wo er drauf hockt? Wenn wir noch eine UV-Lampe haben. Hand ist vorbei? Keine Dots und keine Box an sich. Also Dots kein einziges Mal. Er stand auf dem Dots direkt drauf und Box hat gar keinen Bock gehabt. Oh, oh. Läuft wieder hier rum. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Das Zelt hier hat er auch nicht angefasst, oder? Oh, der Boyka ist aus, kein Gin, aber das stand eh schon fest. Oh, shit. Hallo, komm her. Zeit zum Sterben. Der wirft brutal. Ist das vielleicht ein Polti? Genau da hier. Komm her. Fein. Der flackert normal. Er macht keinen Shapeshift. Ein Feini. Keine Dots. Also keine Dots, keine Box. Hat er das Zelt angefasst irgendwie wegen Fingies? Nee, da sind auch keine Fingies drauf. Nee, nirgendwo sind Fingies. Ist das jetzt ein scheiß verkackter Goryeo? Läuft hier ins Salz. Aber ein Goryeo hat ja Fingies. Irgendwie gibt er uns gar nichts. Ja, der hat halt nichts aufgemacht oder so. Also. Hand, lauft zum Lagerfeuer. Komm her, hier, geil. Hallo. Hier, hallo. Oh. Jetzt stirbt einer. Hier, hallo. Ja, das war's. Nein, das war ich. Und ich bin auch tot. Okay, er beschleunigt auf jeden Fall. Ich sage, ich denn hier? Wir sind alle tot. Oh, wir cool. Sind alle tot. Aber ich denke mal, der hat vorhin eine Dose sehr brutal hier von hier aus ins Lagerfeuer geworfen. Ich denke mal, vielleicht ist das ein Poltergeist. Ey, guck mal, wie wir hier sitzen. Ja, wir sind alle am Feuer gestorben. Der wird jetzt eine Ewigkeit noch weiterhanden, weil der uns alle gekillt hat. Das war jetzt ein Triple Kill. Ich glaube nicht, dass das ein Oni ist. Das sieht zumindest nicht so aus. Oh, fast ein Perfect Game geschafft, ne? Ja, fast. Den Knochen, der lag da im Geisterraum. Du meinst ein Polti? Ich habe das eben nicht gesehen, was er da geworfen hat. Ich weiß nicht, er hat eine Dose wirklich sehr brutal hier von hier aus so zu mir in die Mitte geworfen. Ich weiß es aber nicht genau. Aber wir haben keine Fingies, das ist das Problem. Lieg ich hier so drüber gebeugt? Also, ja, für jeden sieht das anders aus, ne? Also, ja, siehst ja, der huntet jetzt immer weiter, weil wir alle drei gestorben sind. Also, sieht aus, als wenn Mara noch abhauen wollte hier. Es ist kein Obacke auf jeden Fall. Es ist kein Hantu, es ist kein Thay, es ist kein Moroi, es ist kein Haiju, weil der normal schnell ist. So, was sagtest du? Dots haben wir nicht und wir haben auch keine Box. Dann ist der Poit hier aber auch raus. Ravi ist raus? Er hat eben einmal genau, und der Jin auch. Shade glaube ich nicht, weil ich stand jetzt zweimal bei ihm. Nein, angefangen zu haben. Ich hatte letztens einen Shade, der ist sogar von seinem Geisterraum zu mir in den Raum gewandert und hat in dem Raum, wo ich saß, angefangen zu handeln. Also es könnte eventuell in Richtung Shade oder Demon gehen, denke ich mal. Meiling, ich? Schwierig. Endlich. Meiling ich hatte sage, Fingies. Hab dich Cat, Shade. Ich gehe mal von Shade aus, weil wir haben keine Fingies. So, Sekunde. So, ich habe kurz geschrieben, dass ich denke, dass es vielleicht ein Shade ist. Also ich denke mal, es ist eventuell ein Shade, weil was anderes kann ich mir nicht vorstellen, wenn wir jetzt die Dots durchstreichen, die Box und die Fingies. Und ich habe extra nach Fingies geguckt nach dem Hand, da waren keine. Dann kann es nur noch ein Shade sein.
Also ich denke mal, es ist ein Shade, auch wenn der jetzt gehuntet hat, als wir im Raum waren. Also ich gehe mal vom Shade aus, weil was anderes passt einfach nicht mehr. Ach Kiki, hast du den Ball geschnappt? Ja, mal was anderes. Ein bisschen spielen hier. Willst du was beispielen, hä? Genau. Ja, also vielleicht wir tragen. Geist. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr nehmt. Wir tragen Shade ein, er macht die Abfahrt. Ich hab's ihm gerade über Steam geschrieben, deshalb nicht, dass ihr euch wundert. So, dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt ein Shade war, weil wir konnten eigentlich nur Beweise ausschließen, wir haben keine gehabt. Es war ja, doch ich hatte recht! Ja! Also hatten wir doch Fingis, ja, aber wo waren die Fingis? Nein, ich weiß nicht, ob wir Fingis hatten, aber ich stand zweimal im Zelt, als er angefangen hat zu handeln. Zweimal. Und ja, deswegen aber war für mich einfach der Shade schon raus. Und dann habe ich eben... Ja, das dachte ich auch, aber... Und dann hat er nämlich plötzlich nochmal ins Buch geschrieben. Und dann dachte ich, nee, das ist ein Demon. Ich habe so ein Demon im Gefühl. Ja, ich dachte auch damals, die Shades, die können nicht im gleichen Raum wie einer selbst handeln. Aber ich habe wirklich, ich habe das sogar auf Video, in Witchview habe ich einen Shade gehabt, wo das Klavier ist. Und der ist zu mir in die Garage gewurmt. Und der hat nicht das Kruzifix, was zwischen der Garage und seinem Raum lag, gefressen, sondern das, was ich hinter mich gelegt habe. Das heißt, der ist ganz tief in die Garage rein und hat hinter mir versucht zu handeln. Und ich dachte schon, das kann doch kein Shade sein, aber es war wirklich ein Shade. Wir hatten auch Shade eingetragen. Ich gehe mal davon aus, das hat auch wieder ein bisschen was mit der Distanz zu tun. Wahrscheinlich war zwischen dir und dem Shade einfach halt eine gewisse Distanz. Wie gesagt, ich habe gleich Demon im Gefühl gehabt, als es hieß schon, oder als ich gesehen habe, der ist halt noch da, weil von dem anderen Verhalten her und sowas, weiß ich nicht. Du weißt, ich und Demons, wir haben so ein gewisses Verhältnis zueinander. Ja, bei mir sind es die Revenants in Demonologist. Ich finde, hier die Demons kann man besser countern als die Revenants in Demonologist, weil hier kannst du einfach Kruzi und Smudgy benutzen. Ich habe gesagt, es ist ein Demon. Ja. So, seid ihr bereit für den nächsten Triple Kill? Aber nicht alle. Ja, jetzt geht's los. Sind nicht alle gestorben. Ah, sind ein paar, ich sag ja, bei mir ist gleich das... danach dann das erste Mal laden einer Map. Das war gefühlt wie so ein Kino für mich. Ich war auf dem Zelt drauf, reist dann zu euch, dann wollte er kurz zu mir rennen, dann ist er wieder zu euch gerannt, einer ist gestorben, ich so, okay, vielleicht sterben die anderen nicht, hat er aufgehört zu handeln. Auf einmal, bei mir hat's rumgebackt, ihr seid alle drei geflogen, auf den Boden geknallt und dann alle drei nebeneinander, einfach so dieses Feld, dieses Ersticken da. Ja, also, der hat auch voll den Triple Kill gemacht, ey. Ich habe auf jeden Fall auch Screens davon gemacht, dass eins davon wird mein Thumbnail. Ja, ich glaube, ich werde das auch als Thumbnail machen, wie wir da alle tot liegen. Rein theoretisch hätte ich euch auch wiederbeleben können mit der Hand, aber ja, da hättest du auch drauf gehen können. Und außerdem hätte ich drauf gehen können, ja, das auch. Weil das ist ja 50% Chance, die Wiederbelebung. Wir haben ja die Hand, ich glaube, die Hand ist durchgibt bei dem Modus hier. Ah, rotes Zelt wieder und ich bin tot, glaube ich. Ich auch, ich bin tot. Nein, ich sag doch, ich bin tot. Der ist schneller geworden. Oh, diese blöde... Ich glaube, das ist ein Djinn. Ist das ein Djinn? Ich darf leider nichts sagen, weil... Was? Oh mein Gott. Was für brutale Würfe. Ich häng fest. Geh weg. Geh weg! Geh weg! Es ist kein Phantom. Sag mal, wo bist du? Ich sehe dich kaum. Geh weg! Oh mein Gott, warum ist es jetzt so dunkel hier? Ich sehe nichts. Oh mein Gott. Er ist langsamer geworden jetzt. Der huntet jetzt 10 Jahre lang hier. Oh
mein Gott. Licht! Ich sehe nichts. Schnell, komm mit dem Kruzifix rein, Kiki. Ganz schnell. Der ist, glaube ich, wieder aus dem roten Zelt gekommen. Komm, 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 komm. Hopp, hopp, hopp. Wir haben zwei Verluste. Zwei sind tot. Nein, RIP, Leute. Kam der hierher aus dem Zelt? Oh nein, es ist das Klo. Schnell, Kruzi. Ich brauche Kruzi. Schnell ins Klo, ins Klo. Mach schnell, der Ante gleich wieder. Beim Breaker. Wo der laute Generator ist. Keine EMF5? Nein, wo sind die Kruzis? Hier sind keine Kruzis. Okay. Keine EMF5. Liegt das Kruzi im Klo? Wo ist das andere Kruzi? Wir haben Orb, Orb. Weiß ich nicht. Knochen ist hier. Kruzi ist drin. Wir haben Fingis, Fingis. Kann man sich hier verstecken im Klo? Niemals im Klo verstecken. Das ist Todesurteil. Schnell, wir brauchen noch ein paar Items. Bring die Dots. Wir brauchen die Spirit Box, könnte vielleicht ein Mimic sein, eventuell. Wir haben also Orbs und Fingis bisher. Wir haben nicht viel Zeit wegen dem, wir brauchen noch ein zweites Kruzifix. Ich weiß jetzt nur nicht, wo das ist. Benchi, Hantu, Obake. Es kam mir so vor, als ob er die Geschwindigkeit geändert hat, aber ein Hantu hätte Gefriertemperaturen. Warte mal, ich guck kurz, wonach wir schauen müssen. Wir müssen nach EMF5 schauen. Wir brauchen das Buch nicht mehr. Wir müssen nach Gefrieren schauen und nach Dots. Dots müssen unbedingt da rein. Dots hast du, ne? Spiritbox ist raus. Ich glaube nicht, dass es ein Obake ist. Was denkst du denn? Der hat seine Form nicht geändert. War eine ziemlich lange Hand, ganz ehrlich jetzt. Ja, weil sie gestorben sind, da ist der verlängert worden, der Hand. Es sind keine Gefriertemperaturen. Warum geht das EMF hier auf einmal los? Ich glaube, das ist ein Banshee. Das EMF geht einfach so los. Das ist komisch. Für den Banshee bräuchten wir noch Dots. Wir gucken mal, ob wir welche sehen können. Wo sind die zweiten Dots? Ich glaube, die sind bei den... Ah, so, die sind vor der Tür. Okay, ist okay. Das andere Kruzi haben wir nicht, ne? Keine Ahnung, wo das ist. Keine Ahnung. Ich habe einen Bewegungssensor mit. Ja, nimm noch einen Bewegungssensor mit. Ich packe einen hier vorne hin. Gib was ist ein... Was machst du denn da hinten? Was? Ach Mist, Double Back! Ich bin tot! Vielleicht Benji? Ich nicht, der hat keine Geschwindigkeit. Was denkt ihr denn, was er ist? Scheiß Double Bike. Ich glaube, es ist eventuell ein Banshee, aber ich bin nicht sicher. Denkst du Banshee? Denkt ihr auch, es ist ein Banshee oder denkt ihr vielleicht ein Hantu? Mir kam es auch so vor, als ob er die Geschwindigkeit was verändert hat. Also er ist schneller geworden beim Unchargen, ne? Als er einen ins Visier genommen hat. Aber das ist halt... Ja. Das ist bei manchen, das ist bei vielen Geistern so. Also eigentlich kann man Box gucken, weil wenn es Box ist, ist es Mimic, aber um das jetzt zu testen, das wäre ein bisschen kacke. Ja, das ist ein Geist. Und Obake glaube ich auch nicht.
Obake glaube ich nicht, weil ein Shapeshift habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Ich habe auch keinen Shapeshift gesehen. Den Obake würde ich eigentlich ausschließen, weil ich habe den ja auch die ganze Zeit angeguckt. Ja. Also es bleibt dann nur Hanto oder Banshee. Und also ich habe ihr jetzt Banshee geschrieben. Ich denke mal, sie wird jetzt gleich auch mit Banshee abfahren. Wenn es falsch ist, ist ja nicht schlimm. Dann machen wir eben noch eine Runde. Ist doch lustig. Ich zeige ihr mal kurz, dass sie fahren kann. Achso, okay. Macht sie schon. Ja, oh, bin ich mal gespannt. Ich habe mir den Block an Kopf gehauen. Ups. Ja, ich wollte gerade das Ding da dran werfen. Ja, ich werfe das immer in das Ziffernfeld da zum Abfahren als Zeichen. Hey, fahr ab. Mal gucken. Okay, Mimik. Okay. Okay, schade. Er hätte mal zwischendurch irgendwie... Ich hab doch gesagt, guck nach Box. Er hätte ein Revy nachmachen müssen oder sowas. Dann hätte man es sofort gewusst, wie heute Morgen bei dem, den ich hatte. Ah, jetzt haben wir Gleichstand. Nee, haben wir gar nicht. Ich habe immer noch einen mehr. Ich habe null. Ich habe zwei mehr, weil ich habe ja heute Morgen schon zwei richtig gehabt. Ja, ich hab einen. Aber wir machen null. So lange, bis alle alles haben. Bis alle haben. Ja, genau. Ihr seid gerade doppelt. Ihr seid zwei Personen in einem. Ja, was? Irgendwie. Jetzt. Besser? Das sieht immer lustig aus. Ja, wieder von einem Mimik verarscht worden. Okay, auf in die nächste. Egal. So, ich lasse die Map schon mal laden. Ich werde aber kurz AFK sein. Und ja, die anderen, die werden sich jetzt gleich hier austoben. Also ihr könnt ja zuschauen, was die anderen so machen. So Leute, viel Spaß. Ihr könnt den anderen zuschauen. Bis gleich. Ich könnte mir rein direkt wissen wünschen, wenn ihr wollt. Scheiße. Beide kleinen Zelte sind nicht da. Also irgendwo hier von links, aber wir haben hier die Kisten und wir haben die Bock und wir haben die Fässer. Er ist hier irgendwo links. Und hier muss er sein. Ich kann mal gucken nach Orks. Leicht. Mach mal alle davon ein Foto. Oh, EMF5. EMF5, ne? Mach mal alle davon ein Foto. Du kannst noch ein zweites Foto vom Kruzi machen. Ich hab das zweite Foto. Das, ja, und ihr könnt jeder, also man kann zweimal hintereinander. Jeder kann immer ein Foto machen vom Kruzi. Nee, zwei kannst du. Ich meine, eins gemacht, aber ihr beide könnt noch eine. Also jeder kann immer eins machen, mindestens. Mach mal ein Foto vom Crucifix. Ich hab kein Foto auf der Art. Hier liegt er auf dem Boden. Oh! Ich kann beim Sterben! Oh, er ist sehr schnell. Ja, nur seine Tief. Ich wundere mich, ob er jetzt erfahren wird. Richtig schnell. Das ist richtig schnell. Was hätten wir denn, was so schnell ist? Reizu? Oder Spilling vielleicht? Gehandelt. Was ist da drin los? Was macht ihr da? Was ist denn hier wieder los? Wir haben EMF5. Er ist sehr schnell. Ich schätze Reizu oder Zwilling. Nein, es ist einer tot. Zwei. Wir beide sind die Letzten. Den Boyk hat er ausgemacht, also kein Gin, ne? Ja, er war sehr schnell. Raichu oder Zwilling wird sein. Okay, dann müssen wir haben noch nicht viele Gerätschaften. Freezing brauchen wir für Twin, für Raichu brauchen wir die Dots und eine Kamera. Genau, lass uns nochmal Dots und einmal ist ein Thermometer sonst auch schon drin. Wo ist er mal hergekommen? Wo ist ungefähr sein Raum? Der ist beim Feuer. Oh shit. Also, siehst du da das Kruzibel leuchten? Also, wir haben hier links die Boxen, ne? Der links hat sind was die Boxen. Geworfen. Scheiße.
ist nicht schnell. Richtig Schwein gehabt. Der ist aber jetzt nicht so schnell, also nicht schnell genug für einen Raichu. Dann wird es ein Zwilling sein. Der war jetzt, der eben war deutlich schneller. Aber ich sag das nicht, er ist hier nirgendwo. Wo bist du? Was willst du? Bist du jung? Bist du alt? Wo bist du? Spiritbox. Ja. So, ich will mal eben einmal raus kurz. Mal gucken. Nee, ich glaube nicht, dass das ein Raichu ist. Da ist das eher ein F5. Ja. Der war jetzt gerade eben normale Geschwindigkeit gewesen, finde ich. Ich sag, das ist ein... Ja, und der davor war richtig schnell. Also der war deutlich schneller. Also Twins eher, ne? Ja, ja. Ja, ich würde auch sagen, das ist Twins eher, weil ein Raichu, der wäre ohne Line of Sight, der hat uns gerade eben beim Hand nicht gesehen, der wäre um einiges schneller gewesen, der Raichu. Also trag Twins ein. Sollen wir mit Twins abfahren oder sollen wir noch... Ich habe jetzt keinen Freezing gesehen. War auch, ich habe auch kein Freezing gesehen. Das hätte noch kommen können, natürlich. Du weißt, manchmal dauert das ein bisschen, aber ich hatte vorhin auch schon bei 2 Grad gleich beim Reingehen. Ja, du nochmal testen. Ich hatte gerade 5 Grad beim Feuer. Ich könnte noch kurz irgendwo da Salz verteilen. Wo ist die denn ungefähr gespawnt? Ist sie im Feuer gespawnt oder eher dahinter? Daneben irgendwie. Warte, ich trage schon mal Twins ein, falls ich sterbe. Also Twins eintragen, falls wir sterben. Wir testen kurz wegen Wraith und so. Ey, der... Sag nicht, der Room schon wieder. Dein Feuer ist zu warm. Ah, anscheinend kriegen wir eh nur 2 Beweise. Hoffen wir mal, dass er ins Salz steppt gleich. 9 Hand. Oh, scheiße. Ja, ist schneller. Oh, 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 jetzt sind wir tot. Jetzt sind wir tot. Jetzt sind wir tot. Tot, ich bin tot. Trag Twins ein. Wir sterben. Lauf weg. Lauf. Lauf. Böse, Lisa. Böse. Ich denke mal, das ist Twins. Wir haben Twins eingetragen und mal schauen, weil, okay, sie hatte wahrscheinlich jetzt Line of Sight zu ihr. Sie hat sie reinlaufen sehen ins Versteck. Das war doch ein Wraith. War doch ein Wraith. Scheiße. Und mein Geld hängt. Ja, deshalb habe ich noch das Salz gestreut. Oh Mann. Der erste, also beim ersten Hand, der war wahnsinnig schnell. Ja, okay. Line of Sight wahrscheinlich war das gewesen. Der hat irgendeinen von euch wahrscheinlich über längere Distanz gesehen. Ja, mich, weil ich im Kämpfer war. Genau, und dann werden die immer schneller und schneller und haben mega Speed drauf. Und ein Raichu, wir waren ja vorhin um die Zelte rumgelaufen, der hat uns ja nicht gesehen. Raichu war definitiv raus zu dem Zeitpunkt. Ich dachte auch, Raichu gedacht, weil als er um das Lagerfeuer gelaufen ist, dachte ich, der hat Energie gezogen durch das Dorf, was im Boden lag. Ja, ich hatte tatsächlich eher den Twin beim zweiten Hand, weil der halt der erste war ja, langsam war. Schneller als der zweite. Ja. Also ihr seht, Riesenchaos. Freut euch auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.